Hallo, liebe Freunde von Basket. Wir sind hier mitten in der Redaktion und gute Nachrichten, wir haben Post bekommen aus unserer Druckerei. Gerade noch rechtzeitig, denn, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, morgen ist ja Verkaufsstart unserer neuen Ausgabe, die Nummer 616. Und ihr seht schon Kobe Bryant auf dem Cover. Und wir gucken jetzt einfach mal zusammen rein, was da sonst noch so auf euch wartet. Auf geht's. Also zunächst mal wichtig natürlich, unsere Abonnenten haben es das vielleicht schon gesehen, sechsseitige Geschichte über die Golden State Warriors im Vergleich mit den Chicago Bulls aus den 90ern. Ihr wisst es, die Warriors haben 73 Spiele gewonnen, damit den Rekord aufgestellt und Basket analysiert, ob die Warriors jetzt damit das beste Team aller Zeiten sind oder ob sie dafür noch ein bisschen was mehr leisten müssen. Sechs Seiten, sehr interessant, viele interessante Sachen drin, solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Genauso wie die nächste Story natürlich. Da haben wir uns mal eingehend mit dem Phänomen Turnover beschäftigt. Besonders interessant. Turnover gab es schon immer, gibt es heute immer noch. Und zwar mehr oder weniger seit 20 Jahren in der gleichen Anzahl. Obwohl das Spiel schneller geworden ist, andere Systeme gespielt werden, mehr Angriffe vorkommen. Trotzdem bleibt die Zahl gleich, die Zahl der Turnover. Und wir haben uns gefragt, warum ist das so? Und vor allem, welchen Einfluss haben die Turnover jetzt auf die spannenden Spiele in den Finals und generell in den Playoffs? Sehr interessant, solltet ihr nicht verpassen. Natürlich gibt es auch wieder Interviews in der neuen Ausgabe. Wir haben uns diesmal für Kawhi Leonard entschieden, ist gerade frisch zum Defensive Player of the Year gewählt worden. 4 Seiten Interview, auch wenn sie jetzt leider aus den Playoffs ausgeschieden sind. Wir hatten kurz vor den Playoffs die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Und es ist trotzdem ein sehr interessantes Interview über seine Rolle und sein Team. Sollte man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Dann kommen wir zum Schmuckstück der Ausgabe, wie ihr schon auf dem Titel gesehen habt. Kobe Bryant, dem haben wir mal unsere komplette Heftmitte gewidmet. 15 extra Seiten zum Karriereende der Black Mamba. Was er so geleistet hat, unsere Top-Kobe-Momente, seine Faszination, XXL-Scouting-Report, was hat Kobe eigentlich so stark gemacht? Also alles rund um die Black Mamba quasi nochmal zum Genießen, auch wenn er jetzt nicht mehr live auf dem Court steht. Dafür hat Basket für euch jetzt ein kleines Geschenk parat. Dann beim Thema Interviews waren wir schon. DeMar DeRozan ist der nächste Kandidat. Alle wollen unseren Platz, sagt er. Im Osten sind die Raptors Zweiter geworden und haben den auch verteidigt, damit dass sie jetzt in den Conference Finals sind. Und da spricht er halt mit Basket darüber, wie es dazu gekommen ist, wie sich die Mannschaft entwickelt hat und wie so die nächsten Jahre aussehen sollen. Das gibt's auch in der neuen Ausgabe. Der Draft-Jahrgang 2016, sehr spannende Geschichte. Basket guckt ein bisschen in die Glaskugel und erklärt, wer beim Draft so interessant werden könnte und wer wann gepickt werden kann. Ihr seht schon, Ben Simmons, Brandon Ingram, Chris Dunn, die großen Kandidaten sind alle dabei. Auch unser österreichischer Vertreter Jakob Pöltl darf natürlich nicht zu kurz kommen. Und neben den deutschen Geschichten, wir haben Danilo Bartel und Per Günther im Interview, ist unsere XXL-Story auch diesmal ein besonderes Schmuckstück geworden. Kevin Garnett wird am 19. Mai 40 Jahre alt und da haben wir uns gedacht, da ist es doch auch mal wert, eine XXL-Story zu machen. Darum, da ist sie. 6 Seiten Kevin Garnett, ein Rückblick auf die Karriere, besondere Anekdoten, besondere Stories, absolut lesenswert. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Ausgabe angekommen. Ich hoffe, es sind ein paar Sachen oder hoffentlich ganz viele Sachen dabei, die euch interessieren, die ihr spannend findet. Wir freuen uns mächtig darauf, dass ihr die hoffentlich alle kauft. Und dann sehen wir uns bald hier wieder. Macht's gut.